Herzlich willkommen bei einem neuen Video-Tutorial von Scherelein Papier. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr diesen wunderschönen frühlingshaften Kranz aus Bambus selber machen könnt. Ein tolles Dekostück, das ihr übrigens auch das ganze Jahr über verwenden könnt. Als Ausgangsmaterial habe ich hier natürlich Bambus verwendet. In dem Fall habe ich ihn frisch aus dem Garten geschnitten und anschließend getrocknet. Ihr könnt das DIY aber auch mit frisch geschnittenem grünem Bambus durchführen oder, wenn ihr keinen Bambus im Garten habt, besorgt euch einfach Bambus im Baumarkt. Neben dem Bambus braucht ihr noch eine Handsäge, ein Lineal, einen Bleistift, eine Schere, einen dünnen Basteldraht, Baumwollschnur und frischen Eukalyptus und frische Blumen. Im ersten Schritt wollen wir uns an den Bambusstäben die entsprechenden Längen markieren. Das ist natürlich abhängig davon, wie groß ihr den Kranz gestalten wollt. Bei mir sind die Seitenteile 30 cm groß, das ist eigentlich eine ganz schöne Größe. Ihr könnt ihn auch größer gestalten und mit der Handsäge wird anschließend der Bambusstab zurechtgesägt. Wie gesagt, wenn ihr mit frischem Bambus arbeitet, dann braucht ihr keine Säge benutzen. Dann reicht es auch, wenn ihr die Stäbe mit einer Gartenschere einfach durchschneidet. Das Durchsägen funktioniert aber relativ einfach, weil der Bambus ja innen hohl ist. Wenn ihr euch nun also drei gleich lange Bambusstäbe zurechtgesägt habt, sollen sie in dreieckiger Form verbunden werden. Dafür kann man natürlich Klebstoff nehmen, aber ich wollte es lieber etwas natürlicher halten und habe Baumwollschnur verwendet. Legt also eure drei Stäbe übereinander und beginnt damit, zwei Stäbe zu verbinden, indem ihr sie an den Enden unten zusammenknotet. Und anschließend das Stück Baumwollschnur ganz oft um die Enden drumherum wickelt. Einfach immer schön drumherum wickeln in allen möglichen Richtungen, so dass die beiden Stäbe am Ende richtig schön fest miteinander verbunden sind. Das heißt nicht nur von oben nach unten, sondern auch von links nach rechts. Und so geht ihr jetzt auch mit den anderen beiden Bambusteilen vor. Zuerst zusammen knoten und dann das Schnurstück einfach immer ganz oft drumherum wickeln, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts, so dass ihr die beiden Bambusenden richtig schön fest miteinander verbindet. Und ihr werdet sehen, das hält ziemlich gut. Da braucht man gar keinen Klebstoff oder Klebeband oder was auch immer. Es ist eine sehr schöne, natürliche Verbindung, die sehr natürlich aussieht und trotzdem sehr gut hält. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Aufhängung. Schneidet euch einfach ein weiteres Stück von der Baumwollschnur ab und ja, knotet es durch den, also führt die Baumwollschnur durch den Kranz und knotet es oben zusammen. Im nächsten Schritt wollen wir natürlich das frische Grün noch dazu ergänzen, denn schließlich soll es ein Frühlingskranz werden. Schneidet euch einzelne Streben, einzelne Zweige vom Eukalyptus ab und befestigt den Eukalyptus mit etwas Basteldraht. Je dünner der Draht ist, desto besser, denn wir wollen den Draht am Ende ja nicht sehen. Der große Vorteil an dem Eukalyptus ist, dass er jetzt natürlich noch frisch ist, also ihr solltet ihn im frischen Zustand verarbeiten, aber sobald er getrocknet ist, könnt ihr den Kranz eigentlich ewig aufhängen, ewig verwenden, weil der Eukalyptus eben immer seine schöne frische Farbe behalten wird. Zum Schluss habe ich allerdings noch eine frische Blume ergänzt, in dem Fall eine wunderbar duftende Lilie, die ich ebenfalls mit ein bisschen Draht ergänzt habe. Natürlich wird die Lilie nicht ganz so lange frisch bleiben, aber ihr könnt sie natürlich, sobald sie verblüht ist, einfach aus dem Kranz entfernen und durch eine neue frische Blüte ergänzen oder den Kranz einfach so mit dem Eukalyptus belassen. Und fertig ist unser Frühlingskranz. Nun müsst ihr natürlich noch einen schönen Platz in eurem Zuhause finden, wo ihr ihn aufhängt. Zum Beispiel an einer Tür oder an der Wand oder wo auch immer. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Und ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Schaut vielleicht auch auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder hier auf dem Kanal von Scherelein Papier. Macht's gut!